Ich habe einen Webfont eingebunden mit der Add-Font-Face-Regel und bevor ich jetzt zu weiteren Fonts, zu weiteren Gewichten der gleichen Schriftfamilie komme, braucht es hier noch ein kleines Detail. In meinem Ordner mit den Fonts gibt es zu jedem Font, zu jedem Gewicht zwei Dateien. Einmal WOF und einmal WOF2. WOF2 ist ein bisschen ein neueres Format und es ist stärker komprimiert als WOF. Es gibt aber Browser, die WOF2 noch nicht rendern können. Es reicht heute eigentlich aus, diese zwei Formate zu verwenden. Wenn noch ältere Browser unterstützt werden müssen, wie zum Beispiel Microsoft Internet Explorer, dann braucht es noch weitere Dateiformate, zum Beispiel EOT. Aber eigentlich ist es nicht mehr nötig. Aber WOF und WOF2 machen Sinn und ich kann dafür einen Fallback einrichten. Das geht wie folgt. Ich mache das da oben ein bisschen breiter, damit man mehr sieht. Ich brauche eine neue Zeile. Und ich copy-paste. Diesen oberen Wert mit der URL. Ich mache dahinter ein Komma, Achtung hier, den Strichpunkt mit einem Komma ersetzen und unten abschließen mit einem Strichpunkt. Und die Reihenfolge ist jetzt zuerst WOF2 und wenn das eben nicht geht, dann der Fallback mit WOF. So sollten alle modernen Browser diesen Font rendern können.